Dabei, ich meine, ich kann mich noch ganz gut erinnern, vor 40 Jahren, da haben wir ein ganz billiges altes Auto gehabt. Wir haben eine kleine Wohnung gehabt, wir haben zu zweit haben wir auf einem Sofa geschlafen und haben in einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher reingeschaut. Aber ich habe jede Nacht neben mir eine süße 20-jährige Lin gehabt. Ja, wie jedes Jahr ein Erlebnis. Wieder ein neuer Kabarettist für uns in Geizen. Ich denke, der erzählt wirklich Geschichten aus dem Leben und ich glaube, da kann sich jeder was mitnehmen haben, würde ich sagen. Also sehr, sehr lustig. Hat sich mittlerweile geändert. Heute haben wir ein schönes Auto, wir haben ein großes Haus, nicht? Wir haben eine schöne Wohnung, wir schlafen in so einem King-Size-Box-Springbett, nicht? Und dann schauen wir in einem Flachbildfernseher rein, aber ich habe jede Nacht neben mir eine grantige 60-Jährige liegen. Aber meine Frau hat gesagt, das lässt sich ganz leicht ändern. Hat gesagt, die brauchen wir wieder nur um eine neue junge Freundin schauen. Und sie wird dafür sorgen, dass ich wieder ein altes Auto, eine kleine Wohnung und. Gerald, was sagst du zu unserem Kabarettisten Karl-Heinz Ziegel? Ja, also ich finde ihn total witzig. Extrem lustig sogar. Ganz überrascht, dass wir im Müllviertel solche Leute haben. Na, sie versteht da keinen Spaß. Aber ihr merkt schon, das Zusammenleben zwischen Männlein und Weiblein, das ist ja, war noch nie einfach. Und ich glaube sowieso, dass dieser Schöpfer, dieser General Manager, der das für das Ganze verantwortlich ist, dass er die ganze Sache ein bisschen unterschätzt hat. Ich meine, angefangen hat er das ganze Jahr an einem Montag. Nicht an einem Montag, da hat er einen Duscher gemacht, die Brecker sind umeinander geflogen, das war so wie eine feuchte Erden. Nicht, darum hat man das Ganze dann auch Erde genannt. Nicht? Und dann hat der Schöpfer nur geschaut, dass die Rahmenbedingungen passen, nicht, dass es hell wird auf der Erde, nicht, dass es Wasser gibt und Land gibt, dass es Pflanzen gibt und Tiere gibt, Sonne, Mond und Sterne. Nicht? Und am sechsten Tag, das war damals praktisch ein Samstag, nicht? Nachmittag, also Mittag, nicht? War er eigentlich fertig. Nicht? Und ihr wisst ja, der Ruhetag ist ja eigentlich der Sonntag, der siebte Tag. Nicht? Das hat er natürlich nur ein bisschen Zeit gehabt, das hat er sich gedacht, ja was tue ich, wir wissen genau, wenn die Männer nicht recht wissen, was tun sollen, dann machen sie meistens irgendein Blödsinn. Was sagst du dazu? Ja, es ist viel aus dem Leben gegriffen, also wir haben schon viel lachen können. Aber man kann immer wieder neue Sachen erfahren. Gell? Der hat er nicht recht gewusst, was er tun soll, hat er ein wenig Dreck genommen, ein wenig Ehren, hat er ein wenig Staub genommen und hat daraus den ersten Menschen geformt. Ich meine, er ist ihm passiert, praktisch kann man sagen, nicht? Aber dieser erste Mensch, der war ja, ich meine, der war wunderschön, der war 1,77 Meter groß. 78 Kilo schwer, leichte O-Beine hat er gehabt. Also es war ein göttlicher Mensch. Dann hat der Schöpfer zu ihm gesagt, sei ein Mann. Nicht, dann ist er da gestanden. Und dann hat der Schöpfer nur zu ihm gesagt, ich habe eine gute oder eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Hat der Mann gesagt, ja, vielleicht zuerst die gute. Hat der Schöpfer zu ihm gesagt, du bekommst von mir als Einstandsgeschenk in das Paradies ein Gehirn und ein Zungenpfahl. Da hat dann der Mann gesagt, ja, was ist denn da schlecht dran? Hat der Schöpfer gesagt, ja, du kannst leider beides nicht gleichzeitig verwenden. Ja, es ist ein Bildungsauftrag ja schon fast, den wir da erfüllen. Ne? Ja. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, ist ja die Erschaffung des Mannes, ist ja eigentlich, hat es ja Planungsfehler gegeben. Nicht, weil der Mann ist ja eigentlich ein unausgereifter Prototyp. Nicht? Also rein von Äußerlichen gibt es ja schon einfach ein gewaltiges Verbesserungspotenzial. Nicht? Und auf die Feinabstimmung hat er ja beim Mann vollkommen vergessen. Nicht? Bei der Frau war das schon ein bisschen anders. Nicht? Weil bei der Frau, die hat er schon viel liebevoller ausgeformt. Und die Prozesssteuerung bei der Frau, die war ja total schon von Haus aus, von Anfang an total ausgetiftelt. Das ist auch wissenschaftlich erklärbar. Nicht, wenn man schaut, die Frauen haben ja während ihrer Periode nur eine reife Eizelle. Nicht, das ist auch der Grund, warum die Frauen bei der Auswahl ihres Partners ja sehr kritisch sind. Also meistens. Nicht? Aber wir Männer, wir produzieren ja Samenzellen rund um die Uhr, ein ganzes Leben lang. Nicht, und diesen Ressourcenüberschuss, dann können wir Männer jederzeit einsetzen. Das funktioniert überall und jederzeit. Meistens halt, nicht? Weil, das heißt, wir haben so viel für den Zeug. Das können wir daheim gar nicht verbrauchen.
entdecken wir Männer unsere Spendenfreude. Nicht? Also wir verteilen sie. Wird liebend gern, liegend am liebsten. Weil man kann sagen, wir haben die Spendierhose an, auch wenn wir keine Hosen anhaben. Also mit voller Ding ist gut. Ding. Nicht? Hast du irgendeine Erfahrung heute, eine neue Erfahrung gemacht? Ja, heute habe ich schon mehrere gemacht. Ich war beim Zahnarzt. Da habe ich auch eine Erfahrung gemacht. Die Kleine zum Beispiel, die kleine Enkeltochter, die Isabella, die hat neulich meine Frau gefragt und sagt, du, Oma, warum hast du in Opa geheiratet? Meine Frau hat gesagt, nicht einmal die Kleine versteht's. Na bitte, warum nicht? Bis jetzt hat es mir sehr gut gefallen und passt auf jeden Fall. Aber was wir Männer auch erfunden haben, ist zum Beispiel der Computer. Den haben wir in die 30er, 40er Jahre des letzten Jahrtausends haben wir den erfunden, wir Männer. Und mir zeigt vorstellen, die ersten Computer, die waren ja riesengroß. Die waren so groß wie der ganze Saal da herin. Die waren so groß, dass die Computertechniker früher im Computer gesessen sind. Dann sind die Computer immer kleiner und immer kleiner geworden. Das war die Riesenchance für die kleinen Japaner. Die waren die einzigen, die dann noch Platz gehabt haben drin. Darum sind die Japaner im IT-Bereich so stark geworden. Aber dann sind die Computer so klein geworden, dass die Japaner auch keinen Platz mehr gehabt haben. Und jetzt sitzen wir halt alle vor dem Computer. Nicht? Ja. Wisst ihr, warum gerade sehr viele große Manager von großen Konzernen und Politiker, also keine Bürgermeister, und Politiker Golf spielen? Wisst ihr das? Weil es die einzige Sportart ist, die man auch mit Handschellen spielen kann. Ja. Auch wir Männer haben Gefühle. An denen kann man sogar sterben. Mit Hunger und Durst zum Beispiel, nicht? Aber es ist gut, wenn man ist Spaß beiseite, man sollte schon zusammenhelfen. In der Partnerschaft ist ganz wichtig, wenn Männlein und Weiblein zusammenhelfen und wenn man die Hausarbeit erledigt hat, dann kann man ja gemeinsame Sachen unternehmen, die einfach einen Spaß machen. Man kann essen gehen miteinander, man kann ins Theater fahren miteinander, man kann Urlaub machen miteinander. Auch im erotischen Bereich kann man Neues ausprobieren. Da hat man dann Zeit dazu, nicht? Und Lust. Ich zum Beispiel bin einmal in die Arbeit gefahren, nicht? Und dann hat meine Frau, hat mich so abgelenkt und hat gesagt, heute, wenn du heimkommst nach der Arbeit, gibt es Kamasutra. Da habe ich mir gesagt, ich habe mich so gefreut auf das Kamasutra. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Weil man gedacht hat, wenn es auf die Nacht der Kamasutra gibt und der darf keinen vollen Magen haben, dann bin ich heimgekommen von der Arbeit, gehe rein in die Wohnung, gehe in die Küche, was sehe ich? Keine Frau. Kein Kamasutra. Dann habe ich es in der ganzen Wohnung gesucht, gefunden, wo war es? Gefunden habe ich es im Schlafzimmer. Da ist gelegen im Bett, ist gelegen, pudelnackert. Angehabt hat es auch nichts. Außer so schwarze Thrombosestrümpfe angehabt. Hast du was dazugelernt? War was Neues für dich dabei? Oh oh. Weißt du über Kamasutra Bescheid? Das Nudelgericht meinst du jetzt, gell? Ja, meine Frau kocht ja hervorragend dieses Nudelgericht. Hab's auch schon genossen, es war hervorragend. Ja. Viele glauben ja, Kamasutra ist ein indonesisches Nudelgericht. Stimmt nicht. Ne? Andere glauben, Kamasutra ist ein japanische Kampfsportart. Ne? Stimmt auch nicht. Ich meine, wir wissen, Kamasutra ist eine fernöstliche Liebeskunst. Hast du schon mal ausprobiert, das Kamasutra? Ich habe die App leider noch nicht, aber muss ich mal schauen, ob ich mir die nicht wirklich herunterlade. Das könnte eigentlich eine Bereicherung sein für das weitere Leben. Da gibt es ja verschiedene Stellungen. Wenn Sie Kamasutra nicht kennt, kennt ihr wenigstens ein paar Stellungen. Naja, mit dem Alter, da braucht man nicht mehr recht viel lernen, da weiß man schon ziemlich viel. Die kennt man natürlich, es ist als Junggebliebener, muss man es kennen. Ausgeführt habe ich es noch nie. Also, sicher spannend, die App lade ich mir mal. Ja, kennt den Kreuzen keiner Kamasutra, das gibt's ja nicht. Hast du heute irgendwas Neues dazugelernt? Noch nicht, ich bin ja schon erfahren. Nicht? Also ich weiß ja schon, wie die manche Dinge funktionieren. Nein, es gibt verschiedene Stellungen. Schau, da gibt es zum Beispiel die Stellung Froschsprung. Oder gibt es eine Stellung, die heißt Gefängniswärter. Ist zwar kennst es, gell? Ja, Anne, hast du heute was dazugelernt? Ich hoffe, ich weiß noch nicht genau. Schauen wir mal. Ja, oder dann gibt es ja die Stellung Leuchtturm. Oder die Stellung Weitblick.
Kennt ihr auch nicht? Mein Weitblick kann ich euch vielleicht ganz kurz erklären. Beim Weitblick, da muss man zuerst einmal alles wegräumen, was die Aktion behindern könnte. Gell? Bügeleisen, Bier, Kinder, alles weg. Ne? Dann stürzt der Mann, hin, die Füße ganz leicht nach außen, die Knie ganz leicht nach außen geben. Und dann nähert sich ihm, kannst sitzen bleiben. Gell? Dann nähert sich ihm eine Frau, nicht? Nackt. Nicht? Und die kommt dann und die kann sie dann vor ihm, kann sie sich ihm oder gegen den Uhrzeigersinn, das ist vollkommen wurscht, wie, dreht sie sich weg. Er sucht in der Zwischenzeit auf seiner App nach, wie die Geschichte weitergeht. Und sie sucht die ganz langsam und sucht das Weite und er blickt ihr verzweifelt nach. Lustig und schwungvoll. Voll super. War sehr super was, ja. Anton, hast du alles im Kosten? Ich hoffe. Bist du schon mal verführt worden? Ich meine, so richtig. So richtig verführt worden nach Strich und Faden. Schau. Und hast du es deiner Frau erzählt? Da bin ich selber so unsicher. Ne? Weißt du, wenn die eine Frau so anschaut, so mit dem typischen weiblichen Blick, also, da fällt da als Mann eh schon alles so weg. Was muss denn die Frau zuerst ausziehen, wenn sie einen Mann verführen will? Ein Stecker beim Fernseher. Wenn die Frauen uns Männer ganz eine klare Frage stellen würden, dann können wir ganz klar antworten. Nicht? Wenn die Frau zum Mann sagt, du, wie schaut's aus, geht's heut bei dir? Dann kann ich als Mann ganz klar sagen, ja, nein oder schauen wir mal. Ich bin mit unserem Sexualleben nicht mehr einverstanden. Dann hat er gesagt, nicht sie, verlasse dich. Oder hat sie gesagt, Spinst. Wo willst du das denn hinziehen? Nicht? Hat er gesagt, ja. Ich habe im Internet gelesen, da gibt es in der Südsee gibt es eine Insel. Da kriegt der Mann, wenn er mit einer Frau schläft, kriegt er 25 Euro. Dort fliege ich hin. Aha, hat sie gesagt, hat der Jürgen Koffer auch runtergeholt, nicht? Und hat er auch zum Einräumen angefangen, nicht? Hat er gesagt, und was tust du jetzt? Sagt er, ja, ich fliege mit, hat sie gesagt, weil ich mich zeigen, dass du im Monat mit 25 Euro auskommst. Nicht, jetzt stürzt euch jetzt einmal vor, da geht es dein Bärchen geht spazieren. Und vorn taucht da vor mir eine Wasserlacke, also ein Latschen, nicht? Taucht da vor mir auf. Nicht? Wenn das Bärchen frisch Verliebte sind, nicht? Sagt er sofort, wart Herzl, wart, ich trag dich drüber. Nicht? Nicht? Wenn sie verlobt sind, sagt er, Vorsicht Liebling, mach dir die Füße nicht nass, eine Wasserlacke. Nicht? Wenn sie dann ganz frisch verheiratet sind, sagt er, aufpassen, ein Wasserlatschen. Hat er da irgendwie recht mit den 20, 30 Jahren, wenn man verheiratet ist, dass da irgendwas anstirbt bei den Männern? Nein, das kann ich nicht beurteilen. Das ist ein Gerücht. Das ist wirklich ein Gerücht. Ich denke, dass das gut funktioniert. Nach 5 Jahren sagt er, ein Latschen. Nach 15 Jahren sagt er, bist du blind? Hast du die Latschen nicht gesehen? Nach 25 Jahren sagt er, das habe ich mir gleich denken können, weit und breit, eine einzige Latschen und wer drückt deine, meine Frau, nicht? Und später sagt er nur mehr typisch, meine Alte, nicht? Ja, es gibt immer mehr Männer, die ihrem besten Stück einen Namen geben. Also Männer, die sehr offen sind, lebensfroh sind, die nennen ihn oft Fidelius. Das zeigt von einer weltoffenen Einstellung. Nicht? Dann so liberale Christenmänner, die nennen ihn oft Johannes, weil er ihnen heilig ist. Nicht? Dann Männer, die sich frei und ungebunden fühlen oder vielleicht sogar sind, die nennen ihn oft Willi. Also Free Willi. Nicht? Bescheidene, zurückgezogene Männer nennen ihn oft Kelvin. Klein. Nicht? Also ich nenne den meinen Hugo Boss. Bitte, weil er mein ganzes Leben beherrscht. Meine, wir waren ja in unserer Jugendzeit, wir waren ja eigentlich unzertrennlich, kann man sagen. Nicht? Ich meine, was wir gemeinsam um die Häuserblöcke gezogen sind, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, nicht? Was wir erlebt haben. Und er war auch immer so ein spaßiger Typ. Er war bei jedem Blödsinn war er dabei. Faustdick hat er sind die Ohren gehabt. Und er war immer so sympathisch. Nicht? Wenn der eine schöne Frau gesehen hat, da habe ich sofort gewusst, das ist für Hugo. Ja?
Ja, mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden um ihn, gell? Naja, er ist natürlich auch nicht mehr der Jünger, nicht? Ich meine, erst neulich habe ich ihn noch mal getroffen, zufällig. Da hat er mir gar nicht gut ausgeschaut. Gar nicht. Nein. Habe ich gesagt, Hugo, was ist los? Geht's dir nicht gut, nicht? Lass nicht alles hängen. Habe ich gesagt, wir sind doch gleich alt, habe ich gesagt, du wirst doch jetzt nicht vor mir sterben. Was mache ich denn noch nicht? Nicht? Da hat überhaupt nicht reagiert. Nicht? Ich meine, ich habe sowieso das Gefühl, der ist schon der Altersteilzeit, nicht? Du weißt nie, ist er gerade im Kämmer oder ist er gerade im Gehen, nicht? Die geblockte Varianten wahrscheinlich, nicht? Weihnachten und Ostern, nicht? Nein, aber Altersdemenz fällt mir auch auf bei ihm. Er kann sich auf die schönen Dinge des Lebens nicht mehr erinnern. Und das ist traurig, nicht? Man früher, wenn wir früher in einem Lokal, in einer Bar, wo wir gewesen sind und da sind ein paar fesche Mädel reingekommen, da ist er sofort aufgesprungen und da sofort aktiv geworden. Das ist halt dann später mal nicht mehr gewesen, gell? Da ist er dann schon sitzen geblieben. Da hat er es dann nicht mehr so gemacht, so. Naja. Man habt ihr gelesen, neulich in der Zeitung ist er gestanden, in der Wirtschaftszeitung ist gestanden, dass Hugo Boss ist ein Sanierungsfall. Habt ihr gelesen? Ja. Meine Frau hat gesagt, das weiß ich schon lang. Aber es gibt eine Studie, die sagt ja, dass in Österreich jede zehnte Frau fremd geht. Aber nur jeder sechste Mann. Soll ich es wiederholen? Man muss schon sagen, natürlich, Fremdgehen wird ja immer schwieriger, das muss man schon sagen. Man ist ja ständig überwacht. Das Handy, das Navi, die Kreditkarten, die E-Card, die Bankomatkarten, alles wird ständig überwacht. Und jetzt entdecken sie auch nur eine intelligente Unterwäsche. Ob sie es lesen? Eine intelligente Unterwäsche, die alle Daten an eine Cloud meldet, die man bis jetzt noch verheimlichen konnten. Nicht, wird alles, wird Blutdruck, Zucker, Hormonspiegel, nicht, alles wird da gemeldet. Nicht? Und das gescheite Unterleiberl, wenn es dir schlecht geht, ruft das gescheite Unterleiberl automatisch einen Notarzt an. Nicht? Und jetzt wird sogar die Unterhosen nur aktiv. Die Unterhosen spioniert uns nach Strich und Faden aus. Da frage ich mich, darf das die Unterhosen überhaupt? Was ist jetzt mit Datenschutz? Nicht? Man, kriminaltechnisch sind wir so weit, dass man aus einem Schamhaar ein Phantombild zeichnen kann. Vom Hugo Boss. Nein, aber zum Schluss möchte ich nur, mit diesen Entwicklungen müssen wir uns abfinden. Und ich sage euch jetzt nur mehr eins, zum Schluss, wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen. Und ich sage euch nur eins, der Text der neuen Bundeshymne ist unser geringstes Problem. Weil im Endeffekt dauert das verflixte Leben bis zum bitteren Ende. Danke.